Ja, lieber Aufrufer, hier ist doch die Lichtgeschwindigkeit im Shortcut. Ich habe hier heute am Freitag, dem 25. Januar 2013 aus Berlin folgende Echtzeitnachricht. Und zwar, wir haben eine Vierteljahresmeldung von IFO-Institut in München. Und das IFO-Institut ist sozusagen mit Wirtschaftsforschung, Volkswirtschaft betraut und hat sehr viel Expertise und ist sehr anerkannt. Das IFO-Institut hat mitgeteilt, dass wir sozusagen eine neue, das heißt Geschäftsklima-Index-Angabe haben. Jetzt zum dritten Mal hintereinander günstige Entwicklungsangaben. Das bedeutet, dass man heute schon sagen kann, dass für das laufende Jahr 2013 die bundesdeutsche Volkswirtschaft ein Bruttoinlandsproduktwachstum haben wird. Wachstum ist etwas, was man zwar mit Vorsicht genießen muss, in dem Sinne, dass Wachstum auch gemessen sein muss an einer Inflationsrate. Im Großen und Ganzen haben wir nämlich gar kein positives Wachstum, sondern gemessen an der Inflationsrate dann eine Schrumpfung. Trotzdem heißt Wachstum Konjunktur. Das heißt, die Wirtschaft läuft. Und wenn sie im Schwung ist, zieht sie alles Mögliche mit. Das heißt, wir haben für Deutschland im Moment eine gute Lage, die gemessen an den Sorgen mit den Schulden jetzt eine gewisse stimmungsmäßige Erleichterung bei denen, die die Arbeit machen, die Unternehmer, die die Investitionsideen verwirklichen müssen, die Entscheidungen ins Risiko treffen müssen, bei denen eine gute Stimmung mit Blick auf diese IFO-Ansage des Geschäftsklimas, des Indexes sozusagen, und da kann man sagen, wir haben einerseits ganz klare Zeichen für expansive Geldpolitik der jeweiligen staatlichen Währungsbanken, der Fed-Bank in Amerika, aber auch die Euro-Zentralbank und auch die Deutsche Bundesbank, die zusammen, aber auch die Japaner hauen Geld raus, das heißt, die machen mit Inflation, mit Luftgeld, Konjunktur immerhin, das ist expansive Geldpolitik, die auf jeden Fall eine Ankurbelungswirkung und eine Inflationswirkung hat, und zwar mehr Inflation als Nützen, das schadet, aber es läuft eben, und es ist aber auch so, dass die sogenannten Schwellenländer, also Indien, Brasilien und so weiter, die jetzt raufkommen, auch gute Impulse da hineingeben, also auch die USA mit Wachstum kommen. Insgesamt kann man sagen, hier gute Meldung, und Moment, ich wollte ja immer noch den Staubsauger verkaufen. Hier. Ja.